Servus und hallo, liebe Grill- und Kochbegeisterte, und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Die Frau am Grill. Ich bin eure Anja und präsentiere euch heute ein Grundrezept, das in der Küche und am Grill, also rund um Grill und Küche, einfach nicht fehlen darf. Also das sollte man wirklich einmal so schnell aus dem Ärmel schütteln können. Es geht um Bierteig, und mit Bierteig lässt sich vieles machen. Ihr kennt ja den berühmten Bierteig-Karpfen oder Karpfen im Bierteig. Dann natürlich auch solche kleinen Snacks, die ihr hier seht. Ich habe Garnelen, ich habe Käse, ich habe Gemüse. Also man kann ganz vieles in Bierteig hüllen und dann im heißen Fett herausfrittieren. Und nicht nur Deftiges, sondern auch Süßes. Und darum geht es im Laufe des Videos. Ich stelle euch noch mehr Ideen vor, was wir alles im Bierteig hüllen können, weil so ein Grundrezept allein, ja, wäre ja langweilig. Ich möchte euch nur ein paar Ideen präsentieren, und zum Schluss zeige ich euch noch, weil ja, das ist was ganz was Außergewöhnliches. Da werden vielleicht manche die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber das wird auch gemacht. Also es gibt ja eigentlich fast nichts, das man im Bierteig nicht zubereiten kann. Ob es dann zum Schluss schmeckt, das ist natürlich eine andere Frage. Also das, was ich hier habe, das schmeckt auf jeden Fall. Vom anderen, da muss ich mich noch überzeugen, habe es noch nie probiert, werde es für euch mal testen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Das Bierteigrezept kann man sich ganz leicht merken, sogar die Mengenangaben. Ihr benötigt 200 Gramm Mehl, 200 Milliliter Bier, 2 Eier, 4 Esslöffel Sonnenblumenöl, etwas Salz und Pfeffer und Muskatnuss. Solltet ihr einen süßen Bierteig zubereiten wollen, dann lasst doch einfach Salz und Pfeffer und so wie Muskatnuss weg und gebt etwas Vanillezucker hinein oder das Mark einer Vanilleschote. Auch Zimt macht sich gut, Nelkenpulver und Zitronenabrieb. Und schon könnt ihr ja süße Sachen wie Obst herausfrittieren. Rührt das Ganze gut durch. Und wenn der Bierteig so eine zähflüssige Konsistenz hat, ähnlich wie man das auch vom Spätzle machen kennt, dann ist er soweit. Gängige Zutaten, die man gerne im Bierteig herausfrittiert, wären hier Seelachsfilet, Garnelen, Brokkoli, Champignons und Mozzarella. Das Sonnenblumenöl erhitze ich auf 180 Grad, die optimale Temperatur, um den Bierteig herauszufrittieren. Vorher muss man die Zutaten allerdings noch in Mehl wenden. Das dient dazu, dass der Bierteig besser haftet. Und dann rein damit, in den Teig tauchen und dann ab ins heiße Sonnenblumenöl. Wenn der Bierteig eine goldbraune Farbe angenommen hat, dann ist er soweit. Kommt eben auch auf die Zutaten an. Manche muss man auch vorgaren, beispielsweise den Brokkoli. Aber in der Regel dauert es nur wenige Minuten. Hier kommt noch ein Champignon dran. Da helfe ich mir mit einem Spieß, damit ich die Finger nicht immer in den Bierteig tauchen muss. Aber wenn es nicht anders geht, dann muss es eben sein. Stellt am besten noch einen Teller mit einem Küchentuch zum Abtropfen bereit, und dann, ja, dann können wir schon kosten. Gut, so schnell und einfach gelingt ein Bierteig, und dann sind damit auch recht flott diese kleinen leckeren Snacks herausfrittiert. Das ist doch einfach mal eine Abwechslung, würde ich sagen. Ist natürlich kalorienreicher, als wenn man den Brokkoli jetzt so genießt, das ist klar, aber mei, muss ja nicht jeden Tag sein, dann kann man das durchaus mal verkraften. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie das schmeckt. Ich schnapp mir jetzt einfach einmal so einen Brokkoli, sieht doch ganz schön aus, wenn man den anschneidet, und tauche ihn in Remoulade. Wie man Remoulade selber macht, verlinke ich euch rechts oben. Wunderbar. Und der Teig, der lässt ja noch etliche, naja, das schmeckt ja am besten, etliche Abwandlungen zu. Die deftigen Teige, die könnte man zum Beispiel mit Sesamkörnern verfeinern. Und süße Teige, da muss natürlich ein bisschen Zucker rein und Kokosflocken, dann kann man ja, die Äpfelscheiben
herausverzieren, Ananas, Pfirsiche und, und. Also, wie gesagt, es gibt nichts, was nicht vom Bierteig umhüllt werden kann. Ah ja, der Kameramann, der möchte, dass ich jetzt mal was Besonderes zeige. Und zwar kennt ihr Weißwurst im Bierteig. Also Weißwurst und Bier, finde ich, passt eigentlich schon, könnte man sagen. Aber ob das schmeckt, schauen wir uns jetzt an. Das ist nämlich die erste Kuriosität. Ja, schauen wir mal. Knusprig ist's schon mal. Naja, das ist ja ein tolles Bierteigrezept. Und jetzt schauen wir mal, wie es schmeckt. Moment. Reiß halt einfach ab. Nein, ich habe doch eine Kultur. So. Ja. Also mir schmeckt Weißwurst grundsätzlich ja sehr, sehr gut. Also deswegen bin ich jetzt nicht ganz abgeneigt. Aber es ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Kann man machen. Die Weißwurst ist schön heiß geworden, außen knusprig. Ja, ist ja mal ein Gag. Warum nicht? Aber werde ich nicht, jetzt ganz bestimmt nicht öfter machen. Solche Sachen, ja. Karpfen im Bierteig muss ich ja auch noch machen, habe ich versprochen auch. Aber Weißwurst im Bierteig muss nicht unbedingt sein. Und jetzt kommen wir hier noch zu etwas Süßem. Und zwar kann ja auch Schokolade im Bierteig herausfrittiert oder herausgebacken werden. Und zwar Schokoriegel. Habt ihr das schon mal gehört? Also da wird es jetzt vielleicht dem einen oder anderen von euch den Magen umdrehen, weil es ja auch wirklich ziemlich gehaltvoll jetzt ist. Aber ich werde es für euch testen. Oh, das ist schon sehr süß, sehr gehaltvoll, aber schmeckt halt wie Schokocreme im Teigmantel. Auch nicht verkehrt. Also, ich habe jetzt meine Neugier gestillt, würde ich sagen. Und das war es aber dann auch. Mal probiert doch das unbedingt aus, wenn es euch auch interessiert. Ja, zaubert auch einmal irgendwelche ja, kreativen Rezepte. Und probiert meinen Bierteig aus. Freue mich über Kommentare, wenn ihr nachgemacht habt, wie er euch geschmeckt hat, wie er euch gelungen ist. Oder schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr euren Bierteig zubereitet und welche ja, kuriosen Zutaten ihr vielleicht schon im Bierteig herausfrittiert habt. Freue mich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Eure Anja, macht's gut.